So, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz heute am schwarzen Freitag, der Black Friday. Ja, okay, gehen wir mal rüber in die Brettansicht. Und ich habe ein Problem. Ich denke, weil heute gleichzeitig der Benterton oder Benterthon, ich weiß auch nicht genau, wie ich es nennen soll, läuft, habe ich exakt gar keine Herausforderung. Also, wer jetzt hier zuhört und hier einen Chess24 Premium-Account hat, der sollte mich mal schnell herausfordern, weil sonst weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Da kann ich mir Gegner suchen. Das ist noch nie passiert. Nach X Jahren Bentern. Ich hatte noch nie eine herausforderungsfreie Situation hier. Nicht eine einzige Challenge ist hier an mich rangekommen. Ja, da muss ich mal gucken, was mache ich denn jetzt hier? Da gehe ich mal auf Spielen, oder? Und hole mir da erstmal eine Partie. Eine 3-Minuten-Partie, komm. Jetzt habe ich eine Challenge. So, komm. Dann hauen wir erstmal hier rein. Sascha 12. Ja, also wer hier zuguckt und mich herausfordern kann, bitte macht das. Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass heute dieser Benterton läuft. Sonst hätte ich mir vielleicht auch eine andere Zeit ausgesucht hier für diese Show. Es macht eigentlich nicht so viel Sinn, das parallel zu machen, aber ich habe das nicht so richtig gepeilt. So, jetzt hat er mir Springer C3 geantwortet auf mein Bogo Indisch. Wir machen also eine kleine Rundreise hier durch verschiedene Varianten. Ich nehm den mal raus. Spielt E6, also hier so eine geschlossene, schwarzfeldige Struktur. Das entspricht ungefähr dem, was ich damals in meinem Nimzo Bogo Indisch Buch empfohlen habe. Ich hatte damals allerdings schon rochiert in den Varianten. Der Unterschied, es gibt Unterschiede da, aber das ist nicht so riesig. Sehr häufig wird es einfach Zug umstellen, wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, hier hat Weiß jetzt verschiedene Optionen. Springer D2 wird häufig gespielt. Ja, wonach man zwar hier nehmen kann auf D4, aber das ist recht riskant. Ich überlege gerade, ob ich es trotzdem machen kann. Die Dame auf C2, das ist etwas ungewöhnlich. Tja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier funktioniert. Ich habe auch Springer B4. Aber ich nehme den mal raus. Also ich glaube nicht unbedingt an dieses Bauernopfer, wenn die Dame auf C2 steht. Ja, danke an Chess Hans hier im Chat, der sagt, dass ihm mein Interview gefallen hat beim Perpetual Chess Podcast. Ja, danke. Eigentlich immer nett da, diese Interviewrunde. Ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Der Perpetual Chess Podcast ist empfehlenswert. Ich kenne ja gar keinen anderen Schach-Podcast. Vielleicht liegt es an mir, aber ich kenne nur den. Und ja, da gibt es immer wieder interessante Interviews und Einblicke. Das ist, glaube ich, der Fall eines komischen Pre-Moves. Etwas glücklich, würde ich sagen. Ja, da hat er wahrscheinlich so den Zug, wollte er sozusagen fast immer spielen. Und dann, ja, aber das zu pre-moven ist, gibt er mir direkt noch einen, oder? Das zu pre-moven ist bei weitem zu riskant. Und auch nicht nötig, ne? In so einer Blitzpartie. Ja, danke für die Partie, Sascha 12. So, Peter P. fordert mich raus und Chess Hans. Ja. So. Ja, bei diesem Schachpodcast kann man nur sagen, da denke ich mir jedes Mal, hätte ich auch machen können. Ja. Wäre da als Host, denke ich, auch vernünftig geeignet und würde großen Spaß machen. Aber es gibt ja schon einen guten jetzt und noch einen neuen aufzumachen, macht eigentlich wenig Sinn. Auf Deutsch könnte man eigentlich einen machen. Das wäre interessant eigentlich, jetzt wo ich mal drüber nachdenke.
so ein Interviewformat auf Deutsch. So, C4, machen wir mal E5 hier gegen Peter. Und irgendwie gibt es in jeder Geschwätzblitz-Session immer einmal diese Variante, ja. Zumindest einmal, diese Englisch mit Läufer C5. So, das ist ein bisschen anders als sonst. Also ich habe häufiger die Stellung gehabt mit Springer C3 statt B3, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass H5 nicht auch hier stark ist. Ah, sieht sehr gefährlich aus. Tja, das ist zwar etwas hemdsärmlich hier, H5, H4, aber es ist halt auch sehr gefährlich. Ich sollte mal kurz drüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich da zupacken möchte schon. Er hat am Ende Dame G4, aber ich glaube, das ist egal. Ja, da ist jetzt die große Frage, ob ich einfach zurückgehe oder den Turm decke. Wenn ich Dame H4 spiele zum Beispiel, das sieht okay aus, aber dann kommt Turm H1 und es tauscht sich alles weg. Ist aber schwer, das zu verhindern, ne? Sowieso schwer zu verhindern. Gut, ich habe schon Bauern gewonnen und keinerlei Probleme in der Stellung. Also ich habe jetzt keinen Stress, wenn ich hier was tauschen muss. Eine interessante Frage nochmal hier an die Zuseher und Hörer. Bei den letzten Streams hat man mir gesagt, ich bin nur auf einem Kanal zu hören, also nur praktisch auf dem linken Ohr, glaube ich. Und ich habe jetzt was geändert an den Einstellungen und es wäre interessant zu erfahren, ob das jetzt besser ist. Ich denke, es müsste sich erledigt haben. Also es sollte jetzt aus beiden Lautsprecherseiten was rauskommen. So, ich denke, der König würde auf E6 hier gar nicht so schlecht stehen. Ich muss jetzt hier noch Technik beweisen, diesen Mehrbauern verwerten. So, Turm D1, ja. Ich glaube mal, ich mache mal Springer G4, ja. Mal ein bisschen nerven mit Turm H2 Schach. Schaden kann das eigentlich kaum. Naja, gut, es ist nur so eine halbe Drohung, aber. Ja, okay, ist schon eine Drohung. Turm H2, König F3 kann ich auch Springer F2 spielen. Und G6, F5, sowas hier ist auch hilfreich. So. Ja, da hat er natürlich recht mit, ne? Habe ich jetzt nicht unbedingt eine super duper Antwort gegen. Der hängt und tja. Ja, da muss ich im Prinzip zurück, ja. Okay. War nicht unbedingt jetzt die allertollste Idee. So, na gut, dann tauschen wir. Das sah auch fast aus wie ein Primo hier, Herr Springer E4. Okay, nehmen wir mal raus. Bin ich jetzt auch nicht böse drum mehr, dass ich hier F5 schaffe. Ja, den kann ich schon mal spielen. Jetzt mal überlegen, was hier ein guter Aufbau ist. Wahrscheinlich ist hier E4 gar nicht so blöd, weil ich vielleicht später Springer B4 D3 habe. Aber ist jetzt auch kein Zug, den ich jetzt unbedingt spielen muss. Ich kann auch erstmal den machen, Springer B4. Greift A2 an, Tempo, der wird wahrscheinlich ziehen und dann kann ich nach D3 reinhüpfen. So, ich wollte auch noch was zu den Zeiten hier dieses. So.
Oder? Mal nachdenken. Nee, doch, das ist ein guter Zug, ja. König F4 kommt ja Springer D3. Und wenn er woanders hingeht, mache ich D5. Zu den Zeiten dieses Streams hier sagen. Nee, Kollege, das ist ein Läufer. Gibt er mir einfach seinen Läufer hier. Ja, zu den Zeiten dieses Streams hier. Am Sonntag, jetzt also in 2 Tagen, wird es wieder ein dreistündiges Double Feature geben, also Deutsch und Englisch. Und das passiert, weil ich selber nicht da bin in der kommenden Woche, da bin ich in London. Hoffe mir ein bisschen was von den Grand Chess Tour Finals anzuschauen. Also, ich bin da nicht da und deswegen ist der Stream oder sind die Streams am Sonntag. Danach, also beginnt 9.12., werden meine Shows wieder im Doppelpack sein. Und zwar dann montags. Also montags, wir beginnen dann am späten Nachmittag irgendwie. Muss mal überlegen, ich glaube 17 Uhr oder 17.30 Uhr. 17 Uhr. Irgendwie sowas, 17 Uhr. Ich müsste nachgucken. Ihr werdet da noch sicherlich, ihr werdet es dann sehen. Ich bin also praktisch dann einen 3 Stunden Block, bevor danach die Show mit Melanie und Nicolas Lübbe kommt. Der Montag gefällt mir eigentlich ganz gut, weil da ist kein Fußball oder so. Also zumindest nichts ja, wie Champions League oder so. Ich glaube, da ist schon mal auch mal ein Spiel Bundesliga oder zweite Liga oder sowas, aber nichts ganz, ganz arg Hochklassiges. Und ich bin am Montags nicht so sehr gefährdet, irgendwelchen anderen Veranstaltungen zum Opfer zu fallen, wenn ich schon um 20 Uhr praktisch fertig bin. Weil sonst ist immer ein bisschen das Problem, wenn zum Beispiel in St. Louis irgendwas ist, die fangen immer um 20 Uhr an und da musste ich immer umplanen. Ich hoffe, dass das eine gute Zeit ist. So, ja, ich bin ja in der Verwertungsphase dieses Endspiels. Es gibt gar nicht so viel zu sagen. Peter kämpft hier, aber es ist halt doch eine ganze Figur. Die größte Hoffnung wäre jetzt hier, dass ich mit Läufer Springer nicht matt setzen kann. Kann ich allerdings. Weil das ist manchmal schon was, das man versuchen kann, ne? Muss man sagen. Also ich würde hier mit Weiß, naja, wahrscheinlich schon aufgeben. Aber weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass man als Weißer jetzt beide Bauern hier kriegt, ne? Aber wenn man diese Chance hat, würde ich das auf jeden Fall probieren. Ich habe das alles schon erlebt, dass die Leute das nicht konnten. Zwei Springer, Läufer Springer matt. Zwei Springer matt wäre cool. So. Versuche jetzt hier den umzugruppieren und den E3 zu bekommen. Springer E7 war matt. Halleluja. Boah. Das war eine goldene Chance für ihn. Ich muss mich erstmal gerade erholen. Ich bin in matt gelatscht. Springer E7 matt. Boah. Ja, ich hab jetzt nicht mehr so richtig hingeguckt, muss ich natürlich zugeben. Aber ich zeige es nochmal. Das war matt in 1. Boah. Halleluja. Hier. Springer F5. Springer hierhin. Wo war das matt? Ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Hier war ein Matt. Das gucken wir nochmal. So, jetzt ist er hier rumgelaufen. Und hier Springer E7 Matt. Wow. Das wäre hart gewesen. Huiuiui. So, ja, danke nochmal für die Partie, Peter. Ja, sorry, das war natürlich eine goldene Gelegenheit, die ich da noch erlaubt habe. So, jetzt erstmal wieder hier runterkommen von dem Schreck. Puh. So, Chess Hans. Ja, danke nochmal für die Info, dass der Sound funktioniert. Da bin ich beruhigt. So. Ich könnte mal etwas anderes spielen.
Vielleicht sowas. Ich bin eigentlich überrascht, muss ich sagen, dass in den letzten Jahren ist ja dieses Londoner System immer mehr in Mode gekommen. Aber dieses so teure Läufer G5, irgendwie nicht, ne? Das ist nicht mitgekommen mit diesem Trend. Irgendwie scheint Londoner da ja doch noch ein bisschen mehr Gift zu haben im Vergleich. Ja, jetzt drohe ich so, ja, so halb, ne? Habe ich jetzt Dame B5 Schach gedroht. Ja, danke für die Info an Phoenix Feuer. Der sagt, dass die Englisch-Videoserie hier auf Chess24 ihm geholfen hat. So, das ist hier natürlich eine Stellung, wo nicht schrecklich viel los ist. Ich spiele jetzt E4, damit ich mal ein bisschen was im Zentrum hier gemacht bekomme. Das ist überraschend, dass er den spielt eigentlich. Tja, hier habe ich gedacht, Springer E4 wäre vielleicht gut für mich. Zumindest irgendwie ein bisschen besser für Weiß. Läufer D4 habe ich gedacht, ich spiele C3. Weil Läufer F2 Schach, Springer F2 deckt ja die Dame. Okay. So, jetzt habe ich unter anderem. Kann auch nehmen, ja. Aber ich habe auch C4. C4 und dann vielleicht D5. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Kann auch einfach F6 schlagen, aber das ist natürlich sehr, sehr. Naja. Vegetarisch, würde ein Freund von mir sagen, wenn man da auf F6 nimmt. Ja, er wird nach C6 gehen, denke ich, oder? Oder will man jetzt hier nach H5 oder F5 tatsächlich? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil ich gedacht habe, das ist eher eine wackelige Nummer da hinten. Okay, was machen wir denn jetzt? Springer G3, spielt der Dame G6, ne? Das ist irgendwie mehr oder weniger gar nichts. Tja, das ist wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Das stimmt. Ja, vielleicht konnte man auf D4 nehmen und es auf C3, F5 spielen. Das kann sein. Kann gut sein. So, ja, wie gesagt, hier bin ich irgendwie, bin nicht begeistert von dieser Stellung. Ist einfach halt nichts los. Tja, diese Läufer G5-Variante, die ich da gespielt habe, ist halt irgendwie offenbar nicht sehr inspirierend. So, jetzt nervt er mich hier mit dem Springer. Ja, bisher gut gespielt von Schwarz. Absolut sauber, alles verteidigt oder verteidigt ist falsch. Ist nicht so, dass ich jetzt hier großartig angegriffen habe, aber. Also meine halt sauber gespielt. Weiß nicht, ob ich da unbedingt jetzt geschlagen hätte auf D4. Ich bin ein bisschen schneller da vielleicht, aber ist nichts Weltbewegendes. Ja, nur jetzt könnte ich D8 und B7 nehmen, ja. Gibt es da irgendwas, was dagegen spricht? Ich sehe es im Moment nicht. Ja, sehe ich nicht, was er da machen will. Habe alles sauber gedeckt. Ja, jetzt B4 vielleicht. Meine Grundreihe ist natürlich ein bisschen schwach.
Vielleicht sowas, ja. Das ist ein Moment. Dame B5, da könnte er sogar auf A2 schlagen, absurderweise. Das sollte ich besser nicht zulassen. Ich brauche hier mein Luftloch. Luftloch gemacht. Oder hier der. Tja, er mag nicht tauschen. Das kann ich verstehen. So, wollen wir jetzt mal langsam das hier mal verwerten. Hier, ich halte mal erstmal den Bauern. Gegen Turm B8 und so Geschichten. So, ich könnte. Tja, ich mach mal den. Das scheint mir den Damentausch mehr oder weniger zu erzwingen. Vielleicht kann er trotzdem nehmen und Turm D2 spielen, ja. Jetzt, wo ich da nochmal drüber nachdenke. Wäre vielleicht möglich, ja, und ist möglich. Blöd. Na gut. Ups. Dann setze ich mal auf den C-Bauern. Ja, im Chat wird da gerade über die Strategie diskutiert. Wenn man gegen deutlich schlechtere spielt, dass man ja trotzdem immer noch diese 0,8 Elo-Punkte gewinnt. Ne? Ich habe letztens was gesehen, das stand irgendwo, glaube ich, auf Reddit oder so. Da wurden Turnierergebnisse gezeigt von einem ukrainischen, ich weiß gar nicht, FIDE-Meister, glaube ich. Also jemand, der 2400 irgendwie hat im klassischen Schach, klassische Bedenkzeit. Und der hatte dann 2700 im Blitz, weil er ständig Turniere gewinnt, wo dann ein Haufen kleine Kinder mitspielen, mit irgendwie 1800 oder so oder drunter. Und die macht er dann alle weg, ne? Und gewinnt immer 0,8 Punkte pro Partie. Witzigerweise ist er auch gleichzeitig Organisator und Schiedsrichter dieser Turniere. Also das ist lustig, der ist immer in Personalunion Organisator, Schiedsrichter und Gewinner der Turniere. Und bei einem Turnier habe ich dann eine Teilnehmerin gefunden, die 4 Jahre alt ist. Da fragt man sich auch, ob da die FIDE nicht vielleicht doch mal eingreifen könnte. Es war nur die Blitz-Elo, die er auf 2700 hochgecheatet hat, aber trotzdem. So, danke für die Chess Hans. So, ich habe ja noch so ein paar andere Herausforderungen. Mittlerweile ist das ja eine schöne kleine Liste geworden. Ich spiele mal gegen den Rheinpfeil. Was ist denn der Rheinpfeil? Ist das der kleine Bruder vom Rheinfall? Oder ist das ein Zugname? Früher gab es ja Rheingold, ne? Das war doch ein Zug. So, Fritz 3. Tja, da kann ich zwei Varianten gegen spielen und beide habe ich vergessen. Das ist immer schlecht, ne? Das ist die schärfere, kann man gar nicht sagen. Also die Variante, das ist die etwas konkretere sozusagen, die ich da spielen kann, wo natürlich die ganze Gefahr von wegen Vergessen noch ein bisschen höher ist. Naja, schauen wir mal. Also F5 ist ein guter Zug. Der macht E4 etwas schwieriger zu spielen. Er kann ihn trotzdem spielen, muss nur nach FE auf FE verzichten, weil dann Dame H4 Schach kommt. Aber E4 nimmt Dame C2 zum Beispiel ist ein Zug. Springer H3 ist auch ein Zug in der Stellung. Ja, schauen wir mal. Er scheint sich jetzt hier auch nicht mehr auszukennen.
Okay, hier auch hier, ich glaube ich. Ohne diesen Zug geht es sowieso kaum. Oder hätte ich jetzt hier Dame A5 oder sowas spielen müssen? Ah, Dame A5, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich hätte Dame A5 spielen müssen. Naja, wird schon nicht irgendwie tödlich enden. Wobei das so eine Variante ist, da können manche Dinge wirklich schnell tödlich enden, wenn man irgendwas falsch macht. Wirklich. Das ist ein Zug, an den ich eigentlich nicht glauben kann. Läufer B2. So, Springer E3, ja? Tja. Na komm, ey, da muss richtig sein, oder? Oder habe ich hier sogar noch einen anderen Zug? Ich kann auch Turm D8 erstmal noch spielen. Oder irgendwann F4 ist auch möglich. Das ist schwierig, ja. Schwierig zu sagen, was hier am besten ist. Er kann kaum was ziehen, ja. Komm, ich mach den. Das ist schwierig, ja. Da kann man jetzt viel Zeit verwenden, um zu gucken, wie man das jetzt hier am saubersten spielt. Ich will auf jeden Fall jetzt mal rausnehmen, dass er den E-Bauern zieht. Er kann natürlich sich mit G3 irgendwie entwickeln, ja. G3 Läufer G2, aber ist auch nicht so leicht, weil, ne, wenn man sich vorstellt, G3 Läufer G2, Springer E3, gewinnt auch die Hütte, ne? So, den stellen wir auch mal raus. Es ist immer noch schwierig für ihn, sich hier zu koordinieren. Springer E3 vielleicht und dann so E5, Läufer F5. Ja, sowas wäre gut. So, tja, Läufer H3, ne? Könnte hier auch drin sein. Ich spiele mal den, ja, mit der Idee abzuziehen und eventuell E5 zu spielen. Das wäre eigentlich ganz gut. Ich erwarte jetzt eigentlich einen Damenzug. Ja, vielleicht muss er nicht unbedingt einen spielen, aber naja, doch, Springer Stich C3 droht schon. Und ich dachte jetzt so an Dame C1 vielleicht. Dann spiel ich E5, war mein Plan. Ja, da würde ich ehrlich gesagt auch gerne E5 spielen, aber sieht so ein bisschen krumm aus. Tja. E5, tja, Turm D1, da. Läufer E6, Springer G5. Ist schon doof, ne? Nee, das ist nicht richtig. Ich muss hier irgendwas Vernünftiges finden. Turm D1, E5, Turm D1, Läufer E6, Springer G5. Das ist wirklich ein Problem. Danach habe ich wirklich keinen guten Zug. Nervigerweise. Was spiele ich denn jetzt hier? Sehr, sehr komisch. Was spiele ich jetzt hier? Keine Ahnung. Egal, ich muss einen Zug spielen hier. H6 ist nicht gerade ideal, ja, aber irgendwie, ich musste jetzt mal langsam ziehen.
Er hat sich hier rausgefuscht aus der Stellung. Ist einfach so. Ja, das muss irgendwie vorher eine absolute Katastrophe gewesen sein für Weiß mit diesen furchtbar schlechten Figuren. Aber ich habe es einfach nicht ausgenutzt. Einfach nicht genutzt. Springer D6 ist jetzt leider auch immer Teil in dieser Stellung, aber was soll ich machen? Ich kann nach E3 gleich, ne, mit dem Springer. So, das machen wir auch. Tja, er muss nicht unbedingt nehmen auf D8, sieht aber ziemlich normal aus. Springer D6 ist auch immer mal möglich für Springer F7, aber tja, er frisst einfach alles weg. Kann man natürlich machen. Tja, gibt es irgendwie auch nichts Gutes gegen, ja, muss man schon sagen. Das droht so ein bisschen hinterlistig Turm F1, Turm D1. Aber Springer D6 ist irgendwie ein ziemlich normal ausschauender Zug, ja, und der kommt auch. So, hier ist jetzt ein Schach. Was ist denn mit Dame C2, wenn ich jetzt da mal. Ich muss jetzt schnell ziehen. Die Idee ist halt Dame E2 und dann Matt auf G2. Schande. Der hängt ja auch nicht. Okay, vielleicht der. Ich habe nur 9 Sekunden. Aber vielleicht kann man hier tatsächlich noch. Ja, jetzt setze ich sogar matt. Da hat er zu viel gewollt. Ich kann es verstehen, aber jetzt ist matt. Ja, das war nicht gerade ein verdienter Sieg. Tja. Mich stört vor allen Dingen, dass ich diese super Stellung hier so misshandelt habe, weil das kann irgendwie nicht gut sein, ja, mit dem Läufer hier und der Schwäche auf E3 und so. Aber wahrscheinlich ist F4 auch blöd, muss ich sagen. Jetzt, ich meine, E4 droht ja auch nicht, ja. Ich kann dann immer noch nach E3. Wahrscheinlich sollte ich mich einfach entwickeln oder Turm D8 oder sowas spielen. Das sieht besser aus. So, ja, danke nochmal für die Partie. Reinfeil. So, Reximen. Rexymen. Mal gucken, was er spielt. D4. Ich könnte mal was anderes machen. Slawisch. Wäre mal interessant. Ich habe die Turnierpartie schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Wo es eigentlich immer ganz gut geklappt hat früher. Hier die A6-Variante, die Tschepanenko-Variante habe ich häufig gespielt. Ist irgendwie aus der Mode gekommen, aber ich weiß nicht so genau, ob das inhaltlich begründet ist. Vermutlich nicht wirklich. Ein Punkt ist, dass diese Zugfolge schon gar nicht mehr so oft kommt. Meistens so häufig wird E3 gespielt heutzutage. So, er gibt mir jetzt hier den Läufer. Das mache ich, dann nehme ich weg. Weiß hat aber natürlich eine sehr gute Entwicklung. Das ist nicht so schlecht. Tja, Weiß hat hier klare Ziele. Matt auf F7, ja.
hatte ich dann irgendwie keinen anderen Zug. Aber ist ja auch nicht schlimm. Langenrochade, das finde ich etwas überraschend. So, erstmal hier zu Ende entwickeln. Und jetzt. Ja, irgendwie muss hier doch was passieren mit E5. Mal überlegen. Irgendwie E5 ist hier richtig. Um mir mal einen Gegenschlag zu starten. Sofort E5 kommt DE und dann Springer H5. Dame, wohin? Ja, dann nehme ich auf jeden Fall auf E5. Ja, okay, komm, das reicht. Mehr brauche ich jetzt ja auch nicht rechnen. Der Zug schreit eh danach, hier gespielt zu werden. Also, und am Ende ziehe ich ihn dann doch, ja. Selbst wenn ich jetzt irgendwas sehe, was nur so halb, der ist einfach zu attraktiv hier. So, Springer H5, denke ich, ne? War zumindest mein Plan, greift die Dame an. Und im nächsten Zug einfach Läufer steht E5 und dann droht Läufer F4 und ja, die ganze Geschichte geht hier auf und das kann eigentlich nicht zu weißem Vorteil sein hier, das Öffnen der Stellung. Eine zusätzliche Idee ist auch manchmal auch noch D4 zu spielen. So. Wie ist denn die Lage im Chat? Seit 13 Minuten gibt es da keine Nachricht mehr. Seid ihr alle irgendwie in Ohnmacht gefallen? Oder wie ist die Lage? Macht der Bantaton Pause? Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht dabei. Eigentlich heißt sowas, eigentlich ist ja so ein Marathon oder irgendwas mit Tonnen, ne? Am Schluss sagt ja eigentlich immer, dass das so. Ne, dass das nicht irgendwie eine Pause hat. Ne? Ich würde mal annehmen, dass es da irgendwie weitergeht in Kürze. Aber ich bin nicht wirklich mehr nicht dabei. So, einfach hier die Dame wegziehen oder nehmen ist nicht gerade so überzeugend. Ja, Dame A5 ist aber ein guter Zug. Peter sagt, er steht immer noch unter Schock. Er hatte einen Matt in 1, ja, in der ersten Partie dieser Session, glaube ich. Oder zweiten, ich weiß nicht. Ziemlich am Anfang hatte ich eine Figur mehr im Endspiel und bin dann in den Matt gelaufen. Was er dann aber leider auch nicht gesehen hat. Tja, wo soll der Springer hin? Das weiß ich auch nicht so genau. Ja, Weiß sollte sich hier entscheiden. Es gibt eh nur E2 und B1. Beide sieht schlecht aus. So, tja, ich nehme, glaube ich, den raus, ne? Mit der schlechten Königstellung möchte ich jetzt nicht unbedingt die Dame tauschen. Und jetzt. Tja, Schach bringt nicht viel. Läufer E6 wird getauscht, wahrscheinlich. Könnte aber auch den Bauern nochmal angreifen. Wenn ich Schach gebe, ich mache mal Schach hier, das ist. Man hat hier einfach viele gute Fortsetzungen. Ach so, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ich möchte aber gerne den C5 noch gewinnen. Das wäre ganz schön. So, den nehme ich raus. Und jetzt werde ich wahrscheinlich die Dame tauschen müssen, ne? Aber auch jetzt nicht weiter schlimm. Ja, oder ganz zurück.
Hängt die 4, oder? Muss aufpassen, dass ich schwer in matt laufe hier. Aber ich glaube, das schaffe ich. E7 ist ja doch ein ziemlich sicheres Feld, ne? Also Springer, wenn er auf H7, aber man nimmt da, ich kann auf jeden Fall immer noch nach E7 gehen. So, H6. Hängt jetzt wirklich eine Menge Holz hier. Genau, jetzt habe ich zwei Figuren mehr. Frage ist hier. Na gut, ich verliere ein bisschen was zurück. Wohin gehen wir denn jetzt hier? Also den Läufer hier, den hätte ich gerne behalten. Nimm mal den weg. Tja, am Ende hat er wirklich nur einen Bauern, ne, für die Figur. Okay. Jedi Academy sagt, dass er zu skandinavisch gewechselt ist, ging erstens E4, eine gute Entscheidung. Warum meinst du, dass das gut war? Ja, da habe ich natürlich ein bisschen drauf gehofft. Na, jetzt habe ich hier das Schach und kann mich jetzt hier flott entwickeln. So, tja, und aufgegeben hier von Rexy Man. Ja, die skandinavische Verteidigung. Ja, das ist gar nicht so schlecht, ne? Wenn man es kann und sich ein bisschen spezialisiert darauf. Dann kommt das durchaus in Betracht. Ne? Ich war noch nie ein besonderer Fan davon, weil mir die Strukturen jetzt nicht so super gefallen haben, aber du kannst mit Schwarz offensiv spielen. Oh Mann, da musst du aber nette Gegner haben. Skandinavisch zählt ja eher zu den passiven Eröffnungen. Also wie man da großartig aktiv werden will, das geht wirklich nur mit Hilfe des Gegners. So, ich habe das hier so ein bisschen locker vom Hocker hier runter gespielt. Ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Tja. Naja, okay. Also ein Problem habe ich hier nicht mit Weiß, aber ist halt auch nichts Besonderes. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie was machen hier. Springer D5, kann man da irgendwie ihn ein bisschen nerven. Es gibt ja hier so lustige Matt-Tricks, ja, in solchen Stellungen. Ja, jetzt Läufer G5, ist doch hier interessant, oder nicht? Wenn er dann mit Läufer D4 spielt, habe ich dieses lustige Matt dann. Mal gucken. Es ist ein bisschen ein Trick, aber ist natürlich, kann passieren, ja. Läufer D4 jetzt. Läufer D4, Dame D4, Springer D4, Springer F6, Schach, König F8, Läufer H6, Matt. Ist ein lustiges Motiv. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Ja, das geht, glaube ich, nicht, weil ich E7 nehme. Ne? Weiß nur nicht jetzt genau, was das Beste ist. Also ich kann E7 ja jetzt verschiedentlich schlagen. Ich nehme mal mit dem Läufer. Ne? Erstmal. So, Dame, genau, C8.
Wie ist denn jetzt die Stellung Läufer F6? Das ist doch irgendwie ziemlich gemein, ne? Wenn er nimmt, Springer nimmt, dann gewinne ich die 7. Das ist sofort kaputt. Jetzt kann ich mit dem Springer nehmen oder mit dem Läufer. Im Springer ist halt auch Schach. So, jetzt habe ich hier sehr viel mehr. Wie machen wir es am besten? Dame F6 Schach vielleicht. Ich habe ja was Stärkeres, aber das ist gut genug, glaube ich. So. Tja, Turm D1. Ups, sorry. Turm D1. Einfach nochmal hier Kräfte hinzuholen. Tja, Dame F6, König C7. Tja, ist ein bisschen arm, ne? Aber ich habe eine Figur mehr. Was soll ich machen? Wenn ich kein Matt finde, dann kann ich auch einfach hier die Figur konsolidieren und hier dieses Endspiel gewinnen. So, erstmal alles nutzen. König zentralisieren. Ich habe ja auch hier nicht nur eine Figur, sondern auch einen Bauern mehr und dann müsste man eigentlich in der Lage sein, hier ordentlich Raum zu gewinnen. Und dann die Entscheidung hier zu erzwingen. Vielleicht gleich E5. Mal E5. Ja, Freitagsabend sind noch einige im Verein um diese Zeit. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Als wir mal überlegt hatten, ob man hier Freitag sowas machen könnte. Es scheinen wirklich ganz viele Freitagsspielabend zu haben. Und dementsprechend ist diese Zeit vielleicht gerade für eine deutsche Show nicht die beste. So, jetzt sollten doch hier diese beiden Jungs G und F, ne, durchlaufen. So, würde nicht gerne den Turm einstellen. Ist gleich Turm G5 und dann läuft der G-Bauer durch. Manche müssen auch heute Online-Shopping machen. Das könnte natürlich sein, ne? Wer da so jetzt irgendwie das ganze Jahr über, ne, seine Mücken zusammengehalten hat, um jetzt beim Black Friday, ne, jetzt richtig abzuräumen. Das kann natürlich sein. Ich habe da mich sehr zurückgehalten. Ich glaube, irgendwie ein Teil bestellt für 80 Euro. Ja, da war eine Frage hier, ne? Ob ich Bundesliga spiele. Nee, spiele ich nicht. Danke für die Partie CS01. Erstmal hier gucken. M. Lauer. So. Ich habe in der Bundesliga gespielt, allerdings nicht so viel. Ich glaube, muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, so 3 Spielzeiten. Ja, wobei in der letzten Spielzeit, glaube ich, nur zweimal oder so.
Ich habe für Mülheim Nord habe ich gespielt. Die sind ja immer noch in der Bundesliga, jetzt mittlerweile auch schon eine lange Zeit, seit 2000 und wow, drei, vier, irgendwie sowas. Ich habe damals, mein Kollege ist nicht da, ich habe damals mitgeholfen sozusagen, um diese Mannschaft von Mülheim Nord von der sechsten Liga irgendwie in die Bundesliga zu hieven. Alle diese Aufstiege mitgemacht und dann auch noch, wie gesagt, 2,5 Jahre dann da gespielt. Hab dann aber den Verein verlassen und bin von Mülheim zurück zu meinem Heimatverein gewechselt, wo ich mit Schach begonnen habe. Ja, bei Dienstlagen, wo ich auch immer noch spiele. Wohne ja auch hier, also insofern, das ist jetzt hier wirklich Vereinsabend schnell erreicht und so weiter. So, eine etwas simple Herangehensweise meinerseits. Ja, gegen Schelling ist immer interessant. Schauen wir mal. Muss halt immer auf die Zeit achten. Er ist am Ende schneller als ich. Und ich habe schon so viele Partien einfach auf Zeit verloren, sinnlos, dass man da einfach sehen muss, ein bisschen dran zu bleiben mit der Zeit. Man nicht zu sehr in Zeitnachteil kommt. Noch eine Frage, was empfehle ich gegen E4? Persönliche Präferenz. Ich habe lange Jahre, wirklich ne, die längste Zeit eigentlich, E4, E5 gespielt und tue das auch immer noch. Eher halt klassisch. Ne? Habe aber jetzt vor kurzem halt einen Eröffnungskurs geschrieben, den man ja auch in dem Bild sieht. Ne? Fight Like Magnus. Ein sizilianisches Repertoire basierend auf dem, was Magnus spielt. Und das ist schon auch sehr, sehr interessant. Diese Svechnikov-Variante und alles drumherum habe ich früher schon gespielt. Und jetzt durch diesen Kurs, wo ich das alles nochmal angeschaut habe, wieder aufgegriffen. Und die werde ich sicherlich auch selber im Turnierschach wieder anwenden. Bin immer der Meinung, wenn man jetzt relativ ergebnisoffen ist, also man jetzt nicht irgendwie schon irgendeine bestimmte Eröffnung, ich sag mal Karo Kann oder Französisch oder sowas, wenn man damit super zurechtkommt, soll man es ruhig spielen. Wenn man aber jetzt recht ergebnisoffen ist und sagt, okay, ich suche eine Eröffnung gegen E4, dann würde ich immer empfehlen, E5 und C5 irgendwie zu kombinieren. Also E5 und C5 so als Pfeiler und überlegen dann, welche Varianten man spielt. Das ist also nicht falsch. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man spielt einen Sizilianer, ne? Zum Beispiel das, was Magnus da macht, der Svechnikov, ist schon eine super Eröffnung. Das kann man machen und dann gleichzeitig vielleicht noch eine E5-basierte Variante. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht was Grundsolides, wie jetzt hier Berliner Mauer oder so oder. Oder meinetwegen auch Russisch oder so, ja, dass man so eine etwas solide, klassische Sache hat und vielleicht dann noch Sizilianisch, wie zum Beispiel Svechnikov oder auch Neidorf, ja, als härtere, und härteren Ansatz sozusagen. Ne? Also das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte für meine Begriffe. Vieles hängt aber einfach auch von persönlicher Präferenz ab und auch, was man schon kann. Wenn man jetzt, wie gesagt, erfolgreich eine Nebenvariante spielt, irgendwas, was jetzt nicht unbedingt, was jetzt nicht unbedingt super Mainstream ist, dann ist dagegen natürlich nichts zu sagen. Warum soll man nicht dann ja sein Französisch oder so spielen, ja?
So, jetzt schließe ich mal hier die Hütte ab, bevor er doch noch mit Springer C3 und B5 um die Ecke kommt. Springer D3 wollte er spielen, aber dann kommt Springer D2. So, wie spielen wir denn jetzt hier? Könnte sogar nehmen, das wäre noch nicht mal so schlecht. Auf A4 meine ich. Tja, ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich so zu spielen, aber das kann man machen. Er hat ja jetzt keine so super tolle Verteidigung des Bauern. Bin auch etwas zeitlich etwas am Drücker. Turm B1, Springer D2 ist auch doof. Springer C5 kommt A5. Ja, danach wird er mit E4 in den Fuschmodus gehen und dann wird es wieder komisch. Ich kenne das ja. So, das ist natürlich auch eine gute Verteidigung. Ich Turm A7 und dann nehmen oder so. Mal schauen. Ja, jetzt kann ich Turm B4. Meine Grundreihe ist schwach. Ja, das ist was, was mich hier stört. Ich könnte Springer D2 machen und dann E4 schlagen. Ist aber auch nicht super klar. Ja, vielleicht der. Es ist halt, ich habe schon so viele Partien gegen ihn gespielt, wo er eigentlich komplett überspielt wird, wie diese. Und dann, ja, dann übersehe ich irgendwas. So ganz platt. Übersehe irgendeinen Trick oder überschreite die Zeit oder sonst irgendwas. So, mein Turm hängt. Dame D6 vielleicht. So, jetzt hat er zumindest, glaube ich, keinen direkten aktiven Zug. Ich werde mir mal das Luftloch machen. Dame F4 kam natürlich in Betracht. Werde das jetzt auch mal machen. Ich will jetzt ja nicht passiv hier rumhängen, nur so ein Prophylaxezug, glaube ich, ist hier schon ganz angebracht. Dame D2. Das müsste eigentlich Damentausch ergeben. Sehe nicht so richtig, wie er das verhindern will. Okay, sowas, so ein Rückwärtszug. B3. Was ist hier noch der Trick? Ich sehe es nicht. Kein Trick mehr, oder? Ich habe so oft Gewinnstellung gegen ihn versiebt. Ich passe wirklich jetzt auf. So, ja, danke für die Partie, Schelling Ford. Ja, das ist eigentlich ganz interessant gewesen, weil das ist hier ein bekanntes Motiv. Ja, wenn Schwarz das hier schafft, Springer auf D6 mit genau der Materialverteilung, hat Schwarz eigentlich eine sehr vorteilhafte Struktur, weil B5 und E4 nicht gehen. Da gibt es klassische Partien zu, die man sich angucken kann. Die bekannteste ist die Partie Bobotzow gegen Petrosjan aus den 60ern. Und es gibt noch eine Zwillingspartie also Portisch gegen Kasparow aus den späten 80ern. Ich glaube, Skeleftea 89 oder sowas.
Da sind das ist dieselbe Struktur und da findet man später den Plan F5, F4. Er hat jetzt den Springer nach C3 umgruppiert und habe ich halt mit B5 hier den zugefropft. Eigentlich eine ganz nette strategische Partie. Wie gesagt, das ist alles so weit bekannt, dass diese Struktur für Schwarz eigentlich ganz gut ist. Also wir reden von der Bauernstruktur mit der genau der Materialverteilung, wo der Springer auf D6 steht. Der steht halt auf D6 perfekt. So, okay. Wer ist hier noch am Start? M. Lauer, der hat sich gerade nämlich hier im Chat gemeldet und hatte wohl ein Internetproblem, als er eben nicht gespielt hat. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. So, und ja, dann gucken wir mal. C3, der gute alte Alapin. D6. Ich mache ja gerne immer etwas abfällige Kommentare zu dieser Öffnung, weil ich irgendwie immer nicht glauben kann, dass man damit überhaupt Probleme stellen kann. Aber gelegentlich ist das möglich. Ist halt immer noch relativ solide. Aber Weiß muss halt ein bisschen aufpassen. Solche Varianten wie diese jetzt hier, kann es halt sein, dass man für diese D4-Schwäche nicht genug Kompensation bekommt. Weiß muss ja irgendwie was Konkretes bekommen für den isolierten Bauern. Also Angriff, Aktivität. Und das sieht man hier im Moment nicht. Ich habe irgendwie schon Druck auf den Bauern und insbesondere problematisch ist, dass der H5 hier, der Läufer, so nervt. Ja, der würde sonst in vielen Varianten auf C8 stehen und dann würde man sagen, ja, das ist vielleicht Ausgleich. Aber hier ist der Läufer natürlich ein Aktivposten. Ob damit D3 so gut war, das bezweifle ich mal. Jetzt ist auf D4 schon sehr viel Druck. Ja, jetzt könnte ich den D4 schon schlagen, ne? Ich könnte F3 nehmen und auf D4 schon nehmen. Sicherlich möglich. Ich frage mich, ob er irgendwann Dame B5 vielleicht hat. Tja, könnte sein. Ich meine, was soll er hier machen? Was soll er hier machen? D5? Vielleicht D5. Aber auch keine leichte Entscheidung, ne? Mit Turm gegen Dame hier. Okay. Vielleicht hätte ich doch den Bauern kassieren sollen. Einfach, es war ja nun mal möglich. War vielleicht auch besser einfach. Tja, wenn man den Zentralbauern nehmen kann, sage ich eigentlich immer, sollte man es auch machen. Mehr oder weniger, immer. Ich meiner eigenen Philosophie nicht gefolgt. Allerdings ist das natürlich ohnehin eine nette Stellung hier. Immer noch Druck gegen den Bauern und zwei Läufer. So, ja, wenn ich jetzt nehme, hat er natürlich schon hier mit Springer schlägt ein bisschen Aktivität. Aber, oh, macht er gar nicht. Warum denn Läufer? Okay, der Läufer, der auf H5 hängt, aber trotzdem, Turm schlägt, habe ich jetzt nicht erwartet. Springer B6 kann manchmal nerven, aber er greift halt nichts an damit, mit dem Zug. Springer H4 oder so vielleicht, um das Läuferpaar zu halbieren, hat er nicht gewollt. Jetzt hoffe ich ehrlich gesagt darauf, dass ich vielleicht hier mal die Fesselung nutzen kann.
Läufer E4. Droht jetzt Läufer D5, Turm D5, Läufer H2 mit Qualitätsgewinn. Okay. Das ist natürlich jetzt schwierig, ja. Soll ich jetzt auf F3 nehmen und ihm die Struktur zerbröseln oder was ist jetzt hier richtig? Ja, das ist schon sehr verführerisch. Ich kann auch jetzt Springer D4 könnte ich ziehen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Moment mal, er kann auch einfach nehmen. Natürlich habe ich nach Läufer H2 gewinne ich dann den Turm, aber wow, das war enorm blödsinnig. Das war richtig blöd. Oh Mann. Gut, dass er das nicht gemacht hat. Klassisches Verzählen sozusagen. Das macht natürlich Läufer Schild F3 vollkommen blöd. Gut, okay, man hat immer noch die bessere Bauernstruktur hier als Schwarz, aber ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich hier so vorgestellt hat. Naja, ist nicht schlimm. So, tja, dann muss ich halt dieses wunderbare Endspiel hier spielen. Wow. Er will ja alles tauschen. Ja, ich würde meinen, dass das hier für ihn anfälliger ist hier, ne? Weil ich kann ja Springer C5 immer machen. Und dann ist A4 schon sehr weich. Wohingegen ich nicht sehe. Okay. Okay, machen wir trotzdem. Naja, gut, okay, den kann er ja sowieso nicht schlagen. Wie spielen wir das jetzt hier? Er könnte ja Springer B6, C4 spielen. Er will Springer E4 ziehen. Okay. Dann müssen wir das hier ein bisschen anders machen. Ich hätte vielleicht das Schach erst geben sollen hier, ne? Das wäre etwas besser gewesen. Das habe ich nicht gut gespielt. Habe ich nicht gut gespielt. Meine Gewinnchancen hier sind absolut minimal. Ja, jetzt hat er Schach auf die 7. Sehr schwierig, jetzt hier irgendwas zu machen. Er will dann nehmen. Ha. Das verstehe ich jetzt erst, dass er den nehmen kann. Und dann ist der Freibauer natürlich tatsächlich gefährlich. Ja, das war natürlich so nicht gewollt. Große Schwierigkeiten, überhaupt das Zeug hier so ein bisschen zu koordinieren. Abgesehen von der Bedenkzeit.
Ja, das war falsch, aber ich habe leider überhaupt keine Zeit. Weil da werde ich jetzt knallhart über die Zeit gehoben. Ganz knapp. Ich hätte fast noch beide Bauern gekriegt. Ich hätte eine Sekunde hat gefehlt. Dann kann ich das hier noch Remis machen. Ja, war natürlich ein bisschen doof. Vor allen Dingen habe ich das Endspiel sehr schlecht gespielt. Ich habe natürlich hier so ein Endspiel, also sowas hier ist ein Einbahnstraßen-Endspiel, was man eigentlich niemals verlieren darf, rein stellungsmäßig gesehen. Aber dann ist mir doch irgendwie entglitten. So, Dr. Balu. Schon eine Weile rausgefordert. Öfter mal was anderes. Ja, kein Primo. Läufer G7 Primo. Aber es ist immer sehr haarig. Ja, danke für die Partie, M. Lauer. Habe ich ja wieder nett Punkte gespendet. Tja, D4 oder rausschlagen? Ich mache mal D4. Das ist eine etwas ungewöhnliche Stellung hier aus diesem Doppel-Fianchetto. Vielleicht kann man ja hier irgendwie nachweisen, dass der Springer hier schlecht steht. Ich habe gedacht, er geht vielleicht nach A4. Okay, das müsste eigentlich für Schwarz ganz okay sein. Ich bin zwar Benoni-Skeptiker, aber wenn man B5, B4 geschafft hat, sollte man doch eigentlich hier ordentlich, also einigermaßen Platz haben für seine Figuren. Das ist halt für Weiß nicht sehr harmonisch, der ganze Aufbau. Ja, Läufer F5 war sehr nervig, deswegen halt Springer nach H4 von ihm. Vielleicht verhindern wir mal Läufer F4. Ja, das können wir mal machen. Ja, sieht eigentlich ganz vernünftig aus. G5 kommt Springer F5. Ja, das ist natürlich wahr. Mir fehlt so ein bisschen hier die Idee, wie ich mich weiter hinstellen soll. Vielleicht Turm A7. Und später vielleicht mal Turm E7. Natürlich ein lustiger Figurenhaufen, ne, den Weiß hier aufgebaut hat. Springer E5, Springer E5, Läufer H3. Wäre schön, aber es geht leider Springer C6 dann. Ja, genau. Benoni-Skeptiker bin ich. Aber Wolga ist nun mal auch was anderes. Da hat man ja direkt das Gegenspiel auf den beiden Linien, wenn Weiß den wegnimmt. Ist auch eine schwierige Eröffnung, muss ich sagen, mittlerweile. Wolga Gambit, aber da ist die Aktivität schon ziemlich hoch. Ist auch ganz lustig, wenn man einfach mal, ich mache das häufiger,
dass ich mir einfach so bekannte normale Öffnungsvarianten anschaue und dann mal schaue, was der Computer dazu sagt. Und es ist wirklich lustig, wenn man einer modernen Engine halt D4, D5, Entschuldigung, D4, Springer F6, C4, C5, D5 hinstellt, dann gibt die an E6, also modernes Benoni ist schrecklich, also ist irgendwie 0,8 oder irgendwas für weiß, also laut Engine praktisch nicht spielbar. Das ist natürlich grob übertrieben, ne? Das soll man sich falsch verstehen, aber das ist das, was der Computer sagt. Und Wolga ist irgendwie 0,4 oder so. Also der Computer erkennt, sag ich mal, erkennt, dass tatsächlich Wolga Gambit da besser ist als ein Benoni. Meint besser zu sein, sehr schwierig, ne? Da in so früher Phase Urteile zu treffen. Aber ich finde es witzig, dass der Computer halt erkennt, dass B5 ein wirklich valides Bauernopfer ist und das lieber spielen will als eine Benoni-Stellung. So, das ist natürlich hier auch ein harter Zug. So, hier mal infiltrieren mit dem Läufer. Hier hoffe ich natürlich immer so ein bisschen am Ende auf den A-Bauern. Ich muss ja nur irgendwie auf B3 opfern. Und dann kommen wir da mal weiter. Eine Frage hier von Jedi Academy, ob es hier schneit. Nee. Ich behaupte mal, wir haben hier locker 10 Grad. Locker. Also wir sind hier im Rheinland, Ruhrgebiet, weit von Schnee entfernt. So, was ist das denn? Ist das nicht gut für mich jetzt, wenn ich den jetzt schnappe? Er muss jetzt F6 schlagen. Und dann habe ich Springer E4. Jetzt kommt tatsächlich hier gleich hier mein glorreiches Figurenopfer zum Einsatz. Nimmt und B3. Das war einer der Gründe, warum ich den Bauern bis nach A3 gebracht habe, weil oft kann man dann wirklich hier solche Varianten zum Laufen bekommen. So, jetzt ich würde gerne gleich nochmal opfern. B3 ist nämlich auch noch möglich. Sehe ich nicht, was er dagegen machen soll. So, den kann ich sogar noch kurz befestigen. Ne, Moment, dann macht der König C2. Okay, Springer B3. Tja, müsste eigentlich schon gewinnen. Ja, komm. Ich muss jetzt hier nicht, ich muss nicht immer was opfern. Es reicht auch, wenn man einfach gewinnt. So, und jetzt wollte ich auf B3 schlagen. Könnte auch auf G4 schlagen, ehrlich gesagt, weil hier kommt gleich das nächste lustige Motiv. Nach HG3 oder nach GH3 wollte ich sagen, König E4 nimmt auf H3. Dann kommt der dumpfe Springer auf G2, der den Bauern nicht halten kann. So, jetzt gehen wir einfach hier zurück, oder? Wie machen wir es jetzt hier? Ja, das reicht doch. Kein Grund für irgendwelche Besonderheiten. Wenn ich jetzt B3 nehme, nimmt C2, kommt Springer C2. Er kann mir zwar Schach geben, aber ich glaube nicht, dass er jetzt vernünftig nehmen kann da. Jetzt nehme ich ja wieder, ne? Auf B3. Ah, A2. Er kann Läufer E5 spielen, ich Depp. Oh, ich Holzkopf. Ah, ouch. Autsch, autsch, autsch. Ach, wie blöd. Ah, wie doof, wie doof.
hätte auch erst hier nehmen können oder irgendwas, ja, aber nicht das. Oh Mann. Ja, also manchmal denke ich auch wirklich, ich bin zu blöd für dieses Spiel. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, jetzt bin ich ja hier gefangen, ich Depp. Ich habe noch gedacht, vielleicht kann ich irgendwie noch, noch eine kleine Gewinnchance erzeugen. Oh. Das war natürlich jetzt sehr glücklich. Ja, selten so glücklich gewonnen. Mann, 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 ich Depp. Ja, vor allen Dingen Springer steht B3, ja. Also. Ich kann dir alles Mögliche machen, ja. Ich kann dir 5 nehmen, ich kann G4 nehmen und habe immer noch, denke ich, vernünftige Gewinnchancen. Ciao, Thorsten. So, eine Runde machen wir noch. Gegen Fabi Caritalia. Caritalia. So, come on. Fabi ist ein bisschen, wir werden ein kleines bisschen überziehen hier wahrscheinlich, aber stört ja nicht weiter. So, haben wir erstmal ein bisschen Schwechnikow-Theorie aufs Brett gezaubert. Alles schon vielfach da gewesen. Ja, hier sind jetzt verschiedene Züge interessant. Ich überlege gerade, es gibt mal diese Dame B8-Idee. Kann mir auch vorstellen, dass die jetzt hier auch funktioniert. Die Idee ist immer Läufer D8, B6. Schauen wir mal, ob das jetzt hier auch geht. So, Läufer B6 wäre jetzt schon möglich. Wenn er den nimmt, Dame D6, Turm D8, ist die Dame gefangen. Ich denke mal, ich mache das. Stell mich mal bereit hier, kann ich pre-moven. Weiß hat hier verschiedene Möglichkeiten, kann auch einfach, also einfach in Anführungszeichen F4 ziehen. Wobei vielleicht dann Läufer H3 möglich ist. Okay, er hat genommen. So, okay, F5 scheint hier irgendwie eine Idee zu sein für ihn. Ja, ist die Frage, ne? F5, F6, ist das jetzt hier irgendwie gefährlich? Könnte sein. Ich kann aber auch ziemlich problemlos einfach nehmen. Sehe ich jetzt kein wirkliches Problem drin. Die Frage ist hier, welcher Turm, der oder der andere? Ich mache mal Turm D, diesen Turm hier, Turm FD8. Das ist einigermaßen mutig. Naja, aber vielleicht hat er ja genug Angriff. Kann sein. Ich denke, Dame G3, sonst macht das gar keinen Sinn hier. Also C4 ist ja sowieso weg. Ja, oder der. Okay, der führt dazu, dass der nicht weg ist. Aber halt, die entstehende Stellung ist halt kein besonderes.
nicht besonders toll, sagen wir mal. Für Weiß, denke ich. Ja, oder hat er hier direkt irgendwie irgendwas mit C5? Glaube ich nicht. Also, ich müsste ja immer genug haben. Dem Nehmen habe ich eigentlich nicht gerechnet, weil wie deckt er denn jetzt E4? Das geht ja nur noch mit ganz komischen Zügen. Oder König G1, ja, das kann auch sein. Also erstmal nehmen, ja, das muss er sowieso machen. Aber dann droht ja auch Turm D2, das ist ja noch schlechter, als ich dachte. Ich dachte, ohnehin ist gut für mich, aber nicht, dass ich jetzt hier direkt so gut stehe. Ich sehe gar keinen Zug, ehrlich gesagt. Läufer E4 ist ja nicht nur einfach Schach, sondern auch noch der Springer auf C2. So, Turm D2. Da kommt dann gerade noch Turm D1. Aber so gerade. Wegen Grundreihen matt kann er sich damit noch rausfuschen. Ja, mal überlegen, ob man hier da irgendwie, ob man das noch verstärken kann. Doof eigentlich, ne? Doof. Dass man da nicht jetzt direkt gewinnt, ist irgendwie unfair, ja. Aber gut. So, Turm D2. Erstmal nochmal aktivieren. Läufer hat ja jetzt nicht irgendwie tolle Felder. König F2, einfach Läufer E4 mit der Drohung Springer D3. Sieht auch blöd aus. Weiß halt auch einfach das Problem, dass ich B2, A2 nehmen kann, vielleicht. Sieht auch extrem schwierig aus zu verteidigen. So, wenn ich den jetzt hier nehme. So, jetzt kann ich F2 schlagen. Oder F3. Das ist eigentlich total ausreichend. So, und jetzt Turm A3 vielleicht. Nehmen ist er sofort durch. Nimmt Springer C3, Läufer steht E4. Sofort durch. Er muss den Turm irgendwie zurückziehen. Springer C3 würde ich hier erwarten. Wobei dann B2 natürlich kommt. Bringt auch nichts mehr. Ja, dann bist du jetzt hier einfach pleite mit Weiß. Ich drohe ja auch Turm A1, A2, sowas. Ne, der Drops dürfte gelutscht sein. Jetzt Läufer E4, oder? Der sieht doch irgendwie ziemlich deutlich aus. Mal gucken. Ja, ne? Kann auch nichts mehr machen. Ja, danke für die Partie, Fabi K-Italie. Ja, das war eine ganz gute Musterpartie für den Zvechnikov.
Bin mir nicht sicher, wo es irgendwie für ihn problematisch wurde. Doch eigentlich schon. Turmstich D6, ja. Den darf er wahrscheinlich hier gar nicht machen. Ich denke, meine Stellung ist ohnehin ganz gut, weil ich ja Läufer C6 gleich habe. Und selbst wenn mir D6 verloren ginge, wäre das nicht so schlimm. Also, wenn er zum Beispiel so spielt, Läufer C6, er kann immer noch nicht nehmen. Und ich habe halt einige Positionsvorteile hier, den besseren Läufer und so. Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden, wenn ich hier nicht grundlegend was übersehe. Vielleicht C5. Das könnte sein. Vielleicht C5. Ja, ehrlich gesagt, das ist ein Problem. Dann darf ich möglicherweise auf Turm D1 gar nicht Läufer C6 spielen. Gut, wenn ich den nicht spielen kann, ist das problematisch. Tja, ich kann sowas machen, ja? Turm C8, Turm D6, Läufer C6. Und stehe bestimmt nicht so schlecht, aber nicht so gut, wie ich dachte. So, okay, das war ein bisschen überzogen hier mit der kleinen Analyse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt noch ein gutes Wochenende am Sonntag, dem 1. Dezember, gibt es wieder zwei Shows, Deutsch und Englisch, ab 16:30 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schaut da wieder rein gerne. Bis dann. Tschüss.